Wusstest du, dass Mediamarkt und Saturn zusammengehören? So baute dieser Deutsche aus Ingolstadt das Milliardenunternehmen auf. 1963 eröffneten Helga und Erich Kellerhals ein Geschäft in Ingolstadt. Über mehrere Jahre entstanden Filialen, die Fahrräder, Kohleherde und später auch Elektrogeräte verkauften. Und 1979 entstand der erste Mediamarkt zusammen mit zwei anderen Gesellschaftern. Diese vier hatten also alle Anteile am Unternehmen und hatten deswegen auch eine extra Portion Motivation, damit das Unternehmen erfolgreich wird. Und das neue Konzept ist: Es gibt jetzt wirklich alle Elektrogeräte im Markt. Rasierer, Waschmaschine, aber auch Fernseher. Und mit dem Fokus, den Preis zur Konkurrenz niedrig zu halten. Ein voller Erfolg. Den Mediamarkt wird 1988 von der Kaufhof Warenhaus AG übernommen. Und denen gehört zufälligerweise Saturn. So gibt es heute also die Media Saturn Holding, die mit 1000 Läden in ganz Europa Marktführer sind.